Gut, ja, der Andi hat ja schon mal das Wichtigste eigentlich gesagt zu uns. Deswegen möchte ich gar nicht so viel hinzufügen, nur vielleicht, dass der Grundgedanke von Nutrition and Health ist immer dieses Thema Prävention. Es ist immer einfacher, sich gesund zu halten, als wieder gesund zu werden, wenn man mal vielleicht Gesundheit ein bisschen eingebüßt hat. Deswegen unser Gedanke halt immer auf der Prävention. Mir ist das gestern Morgen noch mal ziemlich krass bewusst geworden, als ich auf meinem Weg in die Stadt habe ich noch mal ein bisschen friseurtechnisch aufgehübscht und habe dann eine Dame auf dem Weg getroffen, eine ältere Frau, die hatte mich angesprochen, ob ich nicht vielleicht 2 Euro für sie hätte, weil sie gerade beim Augenarzt war und das Geld bräuchte, um wieder ins Altersheim zu kommen und sie nicht viel Geld hatte. Und aus dem Gespräch und den 2 Euro ist dann ungefähr ein 20-minütiges Gespräch entstanden, wo ich einfach gesehen habe, dass, also die Quintessenz des Gesprächs war am Ende, dass die Dame mir gesagt hat, nach dem Motto, werden Sie bloß nicht alt, sorgen Sie immer für sich vor und haben Sie immer nur genug Geld, um gesundheitlich auch für sich vorzusorgen, so als Bottomline. Und mich persönlich hat das relativ stark mitgenommen. Und das ist halt unsere Grundidee, ist möglichst, also möglichst alt einerseits zu werden, aber noch viel wichtiger ist, wirklich fit in die Kiste zu springen. Ja? Also man muss nicht 120 werden, haben vielleicht ein paar Leute vor, ist auch sehr respektabel, aber mir würden auch schon für mich und die Menschen um mich herum 80 oder 85 Jahre reichen, wenn das halt ja, erfüllte, glückliche Jahre sind, ohne halt viel Gebrechen und Wehwehchen. Relativ aktuell habe ich mir für das Thema heute Adipositas und Diäten vorgenommen, weil zum Neujahrsbeginn, das ist der Klassiker, man sieht im Moment überall die Werbung in den ganzen Städten. Es gibt einen neuen Body Shape Drink bei Rewe, es gibt die neue Body Challenge überall. Ich habe mir die ganzen Konzepte gar nicht im Detail angeguckt, weil ich immer weiß, okay, es ist Neujahr, jetzt wird einmal die Marketingmaschinerie durchgehauen. Die Leute sind wieder bereit, da Geld zu investieren. Die Leute sind auch wie verrückt im Fitnessstudio momentan. Das ist krass, wie stark da die Geräte im Moment noch frequentiert sind. Mal gucken, wie das in 1-2 Monaten der Fall ist. Und deswegen möchten wir jetzt, oder jetzt erstmal ich in meinem ersten Vortrag, das Thema Adipositas und Diäten und Thema Stoffwechsel ein bisschen beleuchten. Vor allem eben Thema Adipositas, damit einhergehend das metabolische Syndrom und eben die verschiedenen grundsätzlichen Diäten, die es in dem Bereich gibt und welche eher Sinn machen und was eher weniger Sinn macht. Ganz vorneweg, es gibt das ist auch schon so ein, 2 Jahre her, die Feststellung der WHO, also der World Health Organization, die einfach mal festgestellt hat, das ist ungefähr so ein Jahr her, gleich viele Übergewichtige wie hungernde Menschen gibt. Und das finde ich persönlich eigentlich so global, gesamtgesellschaftlich ein ziemliches Armutszeugnis eigentlich, dass es einerseits Menschen gibt, die sich beispielsweise bei McDoof oder irgendwo anders sozusagen so viele Burger reinjagen und nicht sozusagen natürlich oder vitalstoffreich leben, dass sie krank werden und die andere, vielleicht das andere Drittel, dementsprechend noch nicht mal genug Geld hat, um sich wirklich überhaupt der Grundnahrung zu bedienen. Und das fand ich ein relativ ein krasser Fact, der mich stark getroffen hat. Was ich auch sehr bedenklich fand, ist, dass die Lebenserwartung zurückgeht, Stand jetzt. Also es war bis jetzt immer so in dem ganzen, in der Menschheitsgeschichte, dass eigentlich die Lebenserwartung insgesamt eigentlich auch von den letzten Jahren und Jahrzehnten immer angestiegen ist, also verschiedene Gründe von Hygiene, Antibiotika, ärztliche Fortschritte etc. Und wir zum ersten Mal eigentlich jetzt seit langem an einem Punkt sind, wo diese Lebenserwartung wieder rückläufig ist anhand der Zahlen. Und das hat halt verschiedene Gründe. Ein Grund ist definitiv diese epidemieartigen Auswüchse, was Übergewicht und Adipositas angeht. Ganz am Anfang, wie definiert man eigentlich Übergewicht und Fettleibigkeit? Das kann man jetzt auch wieder ein bisschen in Frage stellen. Das macht man um das Thema BMI, also den Body Mass Index. Das ist letztendlich nichts anderes als die Kilogramm, die man wiegt. Also bei mir wären es jetzt 80 Kilogramm, geteilt durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Das wäre jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt mal von mir ausgehen, ich wiege 80 Kilo, bin 1,85 groß, also 1,85 zum Quadrat. Da kommt so ein BMI raus von ungefähr 23. Also ich würde quasi hier so in diesem Bereich nicht Übergewicht, sondern hier Normalgewicht ein bisschen Richtung obere Skalierung ungefähr liegen. Kann jeder für sich ausrechnen, das ist so ein ganz allgemeiner Parameter, dieser BMI, der aber schon, klar, der setzt halt größere Relation zum Gewicht
und ist prinzipiell schon mal ein sehr, sehr guter Indikator, um zu schauen, okay, wie sieht es denn bei mir aus mit Übergewicht und Fettleibigkeit, kann aber in Einzelfällen auch mal daneben liegen. Also der gut aussehende, gut gebräunte Herr hat bestimmt jetzt nicht Fettleibigkeit oder Übergewicht, der hat vielleicht ein anderes Problem, aber prinzipiell würde der vielleicht von der Einstufung her, weil er halt wirklich extrem viel Masse mitbringt, auch vielleicht nicht so viel Größe, vielleicht sogar in den Bereich Übergewicht fallen. Den wird es vielleicht da ein bisschen treffen, aber prinzipiell ist der BMI schon mal ein guter Marker. Heutzutage guckt man sich so auch so Sachen an wie Hip-to-Waist-Ratio, also Bauchumfang, Taillenumfang, das sind so Marker. Und man kann heute ja auch über Bioimpedanzmessungen, also mit Strommessung auch die Körperfettanteile ganz genau berechnen, wie auch Muskelmasse, Knochenmasse etc. Genau. Dann einmal ein Überblick, wie es global ausschaut, also beziehungsweise global, das sind jetzt die OECD-Länder. Von 2014 ist dieses Chart und hier einmal Deutschland gehighlightet, was die Fettleibigkeit angeht. Da ist Deutschland bei Männern als auch bei Frauen mit 15% in etwa dabei. Die Frauen sind noch ein bisschen, kommen noch ein bisschen besser weg als die Männer. Prinzipiell sind das auch wieder Zahlen, die mich ein bisschen schockieren, dass einfach, wie gesagt, die Menschheit an sich wird fettleibiger, was aber auch gleichzeitig interessant ist, dass es einen bis zu 10-fachen Unterschied gibt in den OECD-Ländern. Guckt man sich an Japan, Korea, China, Indien, wo die Menschen vielleicht auch teilweise auch noch sich ein bisschen mehr bewegen, aber vor allem auch noch ein bisschen ursprünglicher sich ernähren, es vielleicht noch nicht so viele Ketten gibt, sondern man wirklich noch vielleicht Reis, Gemüse und andere Sachen konsumiert, sind die Werte deutlich geringer. Und was auch ein krasser Trend ist, der sich abzeichnet, ist das Thema, dass die Schere krasser auseinanderklafft zwischen fit und fettleibig. Das ist so ein bisschen, wenn man es so vergleichen möchte, wie diese Schere arm und reich, wenn man sich, hoppala, ist mir schon ein zuvor, wenn man sich das in so einem Graphen quasi vorstellen würde. Ich zeige es jetzt mal ein bisschen vereinfacht an und man guckt sich die Gesellschaft an und man hat ganz viele Gesellschaftsquadranten. Dann gibt es, sagen wir mal, eine Spitze an Leuten, die einfach extrem, also man kann es auch auf das Thema reich und arm beziehen. Man kann es aber auch genauso, könnte man es jetzt aufs Thema fit und fettleibig beziehen. Es gibt Leute, die eben so aussehen wie der Mann, den ich euch eben gerade gezeigt habe, die halt extremst fit und muskulös sind, aber auf der anderen Seite eine große Zahl an Menschen, die einfach ein paar Kuschelfunde zu viel vielleicht auch mitbringen. Genau, es hat schon so starke Auswüchse angenommen, dass mittlerweile schon die Staaten anfangen, gegen zu regulieren. Also das, es hieß immer so, we don't want the nanny state, das heißt, wir möchten keinen Staat, der in die Belange der Bürger eingreift, dass sie ihnen vorschreibt, was sollen sie essen, was sollen sie trinken, die dürfen nicht so viel Zucker essen. Es ist aber mittlerweile so, dass der Lebensmittelmarkt so geflutet ist von bestimmten Produkten, dass die Staaten sich in der Verantwortung fühlen, schon zu intervenieren. Beispiel dafür ist in dem Fall Mexiko. Die haben 2001 versucht, mal so eine Art Strafsteuer auf Isoglucose-Produkte zu erheben, also so, ich sag mal, extrem stark gezuckerte und gesüßte Produkte, und wurden direkt auf der Grundlage eines Freihandelsabkommen, NAFTA, das North American Free Trade Agreement, abgestraft und mussten in dem Kontext eine Strafzahlung tätigen für entgangene Gewinne von großen Unternehmen und gleichzeitig eben auch dieses Gesetz rückgängig machen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es gibt sonst noch im UK haben sie, also im United Kingdom, haben sie mal versucht, das freiwillige Farbenlabeling einzuführen, also quasi die Lebensmittelampel. Aber freiwillig bedeutet, das Unternehmen kann sich überlegen, ob es das macht oder nicht. Jetzt kann sich jeder die Frage stellen, ich habe jetzt ein schlechtes Produkt, ich will das vermarkten, ich möchte, dass es großen Umsatz generiert, tue ich da ein rotes Label drauf? Ja? Am besten noch direkt einen Totenkopf, damit der Endverbraucher denkt, oh Gott, das fasse ich auf keinen Fall an. Macht nicht viel Sinn. Und sinngemäß könnte man auch überlegen, ob man dem Einbrecher vorher bittet, ein Schloss in das eigene Haus einzubauen. Das ist irgendwie nicht sinnvoll. Da muss man schon ein bisschen verpflichtend eigentlich die Industrie an die Hand nehmen, würde ich sagen. Last but not least, nochmal zurück zu Mexiko 2014, 13 Jahre später erst, haben sie es endlich geschafft, dass sie eine Steuer auf hyperkalorische Nahrung einführen konnten. Das hat wohl gegriffen, ich kenne nicht die Einzelheiten, aber
so versucht man langsam Stück für Stück da auch gegen zu regulieren. Problem ist eben einfach, dass es auf extrem hohen Widerstand seitens der Lebensmittellobby trifft und die Gesetzgebung da leider nicht so stark immer vorgehen kann. Wenn man sich überlegt, Brüssel beispielsweise hat die zweithöchste Lobbykonzentration in der Welt neben Washington und da wird dementsprechend auch extrem viel, Softpower auf die Politiker sozusagen ausgeübt. Also Druck, damit die halt die entsprechenden Entscheidungen tätigen oder eben auch nicht tätigen. Gut, das waren jetzt erstmal viel Zahlen. Wollen wir uns mal mit den Ursachen von Fettleibigkeit beschäftigen. Die, Wunder oh Wunder, liegen in allererster Linie in dem Thema Über- und Fehlernährung. Das heißt, einerseits essen wir alle prinzipiell zu viel. Andererseits gibt es aber sehr viele Ernährungsfehler, die vielen Menschen gar nicht so bewusst sind. Thema, was für Makronährstoffe konsumiere ich? Habe ich genug Vitamine, Mineralstoffe? Was für Fettsäuren konsumiere ich, ist ein sehr komplexes und großes Thema, was wir hier auch immer eigentlich versuchen gut zu behandeln im Gesundheitsforum. Thema Bewegungsmangel, Faulheit und Zeit ist ein großer Faktor. Es gibt bei manchen Leuten, wo ich mir denke, mein Gott, du könntest teilweise mal vielleicht ein bisschen mehr Sport machen. Es gibt aber dann auch die andere Seite, wo ich mir denke, hey, vielleicht ein Familienvater, der 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, vielleicht noch irgendwie Kinder zu Hause hat, der irgendwie versucht klarzukommen, dem zu sagen, hey, du musst jetzt noch ganz viel Sport machen. Das ist dann auch wieder eine Sache, da kann man eher versuchen, an dem Ernährungsrädchen zu drehen oder es ist einfach daran zu drehen, als dann nochmal viermal die Woche ins Sportstudio zu laufen. Genau. Dann ganz klar Lebensstilfaktoren. Das Thema Rauchen, das Thema Alkohol trinken spielt da ganz stark mit rein. Darüber konsumieren wir viele Kalorien und natürlich auch die Verfügbarkeit von Essen allgemein. Auch leider von nicht optimalem Essen. Also Beispiel jetzt, ich persönlich gehe durch die Stadt, ich habe Hunger, ich möchte mir einen Snack zwischendurch genehmigen, dann muss ich mir denken, okay, Dönerbude, Restaurant, dauert zu lange. Also es gibt eigentlich meiner Meinung nach zu wenig gesundes Fastfood und zu viel Fastfood sozusagen, was einfach für mich nicht als Lebensmittel dient, weil Lebensmittel sollen eben Leben vermitteln und nicht Alterung und Fettleibigkeit und was sonst noch so damit einhergeht. Auch ein sehr unterschätztes Thema ist das Thema Stress. Stress bewirkt zweierlei. Einerseits führt es dazu, dass wir vielleicht leichter zu hyperkalorischer, zuckerreicher und fettreicher Nahrung greifen, wenn wir Stress haben. Und andererseits führt es auch dazu, dass unsere Zellen insulinunempfindlicher werden. Das heißt, die sogenannte Insulinresistenz auf Zellebene wird unter anderem auch durch Stress, der von außen kommt, verursacht. Hat damit zu tun, dass früher war es eigentlich eine evolutionär sinnvolle Idee zu sagen, hey, ich habe Stress, vielleicht, weil es geht um Leben und Tod. Das heißt, der ganze Zucker bleibt in meinem Körper, die Zellen werden insulinresistent, weil ich brauche die Zucker in meinem Gehirn, in meiner Muskulatur. Ich muss jetzt kämpfen oder agieren oder flüchten. Evolutionär gut gedacht. Mittlerweile, wenn jede E-Mail quasi oder irgendwas auf der Arbeit beispielsweise diese Stressreaktion hervorruft, ist das natürlich schwierig, wenn dann dementsprechend auch die Zellen so darauf reagieren. Sozial- und Bildungsstatus spielt ganz stark damit rein. Es gibt ja diesen Spruch, desto dümmer, desto dicker, ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, trifft aber auch einen wahren Kern. So wie man sozialisiert wird, gerade auch Thema Schulen, Thema Lehrer können das, glaube ich, auch immer ganz gut nachvollziehen, merkt man auch, dass die Kinder entweder von Haus aus so ein bisschen was mitbekommen haben an Ernährung, gesunder Ernährung. Ich bin da auch ganz dankbar, dass ich da ein bisschen was mitbekommen habe. Also ich bin gefühlt schon in der Grundschule mit Dinkelbrötchen und Avocado zur Schule gewackelt. Es gibt aber auch heutzutage Kinder, die tatsächlich da mittags sitzen mit Chips und Cola. Und mir, ich krieg da Gänsehaut, weil für mich ist das wirklich eine Entwicklung, die ist mehr als katastrophal eigentlich, wenn man weiß, was da langfristig hintersteht. Letzte zwei Punkte sind noch endokrine Erkrankungen, Beispiel dafür, oder eine der bekanntesten Beispiele ist die Schilddrüsenunterfunktion, kann auch nur über, aber ich meine jetzt auch gerade die Unterfunktion sein, wo die Schilddrüse größtenteils nicht genug Jod abbekommt, Jod als eines der wichtigsten Mineralstoffe dafür, auch dass die Schilddrüse funktioniert. Die Schilddrüse wiederum reguliert eigentlich alle 60 bis 80 Billionen Zellen hoch, energetisch hoch, sorgt für einen intakten Stoffwechsel.
Und da liegen auf jeden Fall bei vielen Menschen Problematiken. Ich betreue auch einen Versicherungskonzern sportlich und ich kann mal sagen, alle 40 plus nehmen entweder Blutfettsenker, nehmen irgendwelche Schilddrüsenhormone ein und also ich sag mal, ab 50 plus ist es, kann ich davon ausgehen, dass jemand ein Medikament nimmt. Und ich gucke immer die Natur und denke mir so, hey, der Löwe in seinem letzten Drittel, der braucht auch keine Medikamente. Also es ist irgendwie unnatürlich, wie wir uns teilweise bewegen und manchmal auch entwickelt haben. Und Schilddrüse, aber auch verschiedene Medikamentennebenwirkungen führen eben auch zu dem Thema, spielen auch in das Thema Adipositas mit rein. Ja, trotzdem bleibt größter Faktor und auch Sachen, die wir selbst in der Hand haben, das Thema Ernährung. Und da ist halt einfach sehr viel möglich. Wir haben gesagt, wir haben das Thema Fettleibigkeit jetzt ein bisschen beleuchtet. Warum ist das schlimm? Weil das dazu führt, dass der Stoffwechsel entgleist. Wenn der Stoffwechsel entgleist, dann nennt man das in der Regel metabolisches Syndrom. Metabolismus ist eigentlich nur ein etwas, ja, vielleicht klugeres Wort für Stoffwechsel. Und Syndrom heißt eigentlich nur eine Anhäufung von Krankheiten oder Stoffwechselentgleisungen. Da gibt es 5 verschiedene Faktoren. Wenn 3 davon zutreffen, dann spricht die Medizin in dem Sinne von dem metabolischen Syndrom. Das eine ist der Taillenumfang. Ich habe jetzt einmal dargelegt, also einmal Frauen und Männer. Ich habe jetzt einfach nur mal, damit man einen Referenzwert hat, meine Werte dazu geschrieben. Nicht um mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, einfach nur allgemein, dass man mal sieht, Männer, Frauen und dann, wie gesagt, bei mir liegt es ungefähr bei 86, Frauen eben nicht über 88 cm, Männer nicht über 102. Man weiß nämlich gerade, dass das Viszerale, also gerade dieses Bauchfett, was in dem Bereich liegt, das ist sehr stoffwechselaktiv, sondert Hormone ab, die wiederum ja, nicht gesundheitsförderlich sind. Dann gibt es das Thema der Blutfette. Da könnte man jetzt auch wieder mehrere Parameter erheben. Hier ist das Parameter, dass das HDL, das sogenannte gute Cholesterin, HDL, hab dich lieb, also das gute Cholesterin sozusagen, so kann man sich's merken, nicht unter 40 bei Männern, nicht unter 50 bei Frauen liegen sollte. In meinem Fall wäre es jetzt 48. Die haben eigentlich nur eine unterschiedliche Funktion. Das heißt, HDL sammelt so ein bisschen das Cholesterin ein, bringt es wieder zur Leber und LDL transportiert es von der Leber in die Zellen, wo es gebraucht wird. Und das Thema Cholesterin ist deutlich komplexer, aber wie gesagt, das wollen wir jetzt an der Stelle nur, das ist halt nur ein messbarer Faktor. Thema Triglyceride, nicht über 150, Blutdruck, hat bestimmt auch jeder schon mal von gehört, ist ideal, 120 bis 80 sollte eben nicht höher sein, also nicht höher als 130 zu 85 sein, auch ein großes Problem bei vielen Deutschen. Und last but not least, der nüchtern Blutzucker, sprich, wenn ich morgens früh mir einen Finger pieksen würde, ein Messgerät anschließen sollte, sollte der nicht über diese 100 Milligramm pro Deziliter liegen. Das wäre für morgens auf nüchternen Magen, wo ich noch nichts gegessen habe, deutlich zu viel. Interessanter ist aber eigentlich noch hier der HbA1c-Wert. Das ist sozusagen der Langzeitblutzuckerwert. Den kann man auch messen. Der zeigt dann sozusagen den Blutzuckerwert über 12 Wochen ungefähr an und misst die Verzuckerung von Hb, also von Hämoglobin. Hämoglobin ist ja einfach genau der rote Blutfarbstoff und der verzuckert eben auch durch zu viel Zucker. Und das sollte nur in einem Bereich ungefähr bei 4-6% liegen und nicht jetzt groß darüber. Genau. Dann einmal, was macht dieses metabolische Syndrom? Also wie kommt es zustande und welche Kaskaden kommen da eigentlich in Gang, dass wir am Ende des Tages krank werden? Also die Grundidee oder die Grundproblematik ist einmal, das hatten wir gerade besprochen, dieser Bewegungsmangel, der chronische Stress. Auch da werden wir auch von Michael nachher noch was zu hören, der sogenannte oxidative Stress auf Zellebene. Der bewirkt eben, dass die Zellen insulinresistent werden, das heißt den Zucker nicht mehr so gut in die Zellen lassen und verwerten können. Aber vor allem ist es das Thema Überernährung, dass wir einerseits zu viel essen und vor allem zu viele, hier oben sieht man zu viele Produkte mit einem hohen GI. GI steht für, weiß jemand's? Glykämischer Index. Genau, richtig. Glykämischer Index. Und was ist der glykämische Index? Eine Idee? Es ist, der glykämische Index ist letztendlich, wie stark ein Lebensmittel, was das für eine starke Zucker- und Insulinreaktion in meinem Körper hervorruft.
Ich bin mal ein bisschen künstlerisch tätig geworden. Ich hoffe, man erkennt das so halbwegs. Hängt jetzt ein bisschen schief, gut. Beispielsweise, wir essen morgens zwei Toast mit Marmelade, haben wir erstmal einen Zuckerausschlag. Danach produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin und damit schließt die quasi für die Zellen den Zucker auf. Zucker kann in die Zellen rein, ist nicht mehr im Blut. Das heißt, der Blutzucker geht runter, Insulin geht runter, relativ steil und schnell. Heißt, wir kommen irgendwann wieder in die Unterzuckerung, bekommen Hunger. Je nachdem, was wir dann essen, haben wir entweder wieder diese Kurve oder auch eine andere Kurve. Die gleiche Kurve kann natürlich auch theoretisch so verlaufen, wenn wir vielleicht, ich sage jetzt mal, einen Linsensalat mit irgendwas essen. Ist ja nur das Prinzip ist, dass wir hier einfach zu viele Produkte mit einem hohen glykämischen Index konsumieren. Das führt gleichzeitig dazu, dass die Leber überlastet wird, weil Zucker, wissen die meisten Leute nicht, besteht aus zwei Zuckermolekülen. Und zwar aus, weiß es jemand? Ganz genau. Und was ist der problematischere Zuckeranteil? Ganz genau. Fructose ist nämlich eigentlich der Anteil, der nur von der Leber verstoffwechselt werden kann. Glucose an sich kann vom Gehirn, von dem ganzen Körper verstoffwechselt werden. Problem ist auch, der Markt wird gerade ziemlich krass überschwemmt mit dem, hier oben sieht man High Fructose Corn Syrup, wo man quasi aus Mais Fructose als Süßungsmittel auch extrahiert. Und das Problem ist, dieser hohe Anteil an Fructose ist eben für die Leber extrem schwierig. Es gibt auch diesen charmanten Herrn da oben in der Ecke, der hier Dr. Lustig, der macht geniale Videos bei YouTube und der legt quasi auch biochemisch dar, dass Fructose quasi ein Gift ist für den Körper. Jetzt nicht falsch verstehen, heißt nicht, wenn ich einen Apfel esse und das Fructose ist das Gift, es kommt wieder mit Ballaststoffen und Vitaminen und Spurenelemente, aber diese isolierte Fructose ist letztlich das, was die Leber extrem angreift, womit wir nicht unbedingt zurechtkommen, was wir nicht verwerten können und führt dann eben zu dieser Insulinresistenz, die wiederum zu dem metabolischen Syndrom, das hatten wir ja gerade besprochen, wenn 3 von 5 zutreffen, dann spricht man von diesem metabolischen Syndrom. Interessant ist eben auch, zu viel Insulin im Körper, also zu viel Zucker, triggert zu viel Insulin. Zu viel Insulin führt zum Beispiel dafür, dass die Nieren nicht genug Natrium ausscheiden können. Und wenn zu viel Natrium im System ist, dann hoher Bluthochdruck. Deswegen sagt man auch den ganzen Leuten, die einen hohen Bluthochdruck haben, nicht extrem viel zu salzen oder nicht zu viele Fertigprodukte zu konsumieren, wo viel Salz drin ist, weil Salz ja konserviert. Dann folgt daraus wieder, die Zivilisationskrankheiten haben, das wundert jetzt auch niemand, zu viel Zucker ist der Klassiker Diabetes Typ 2. Arteriosklerose ist auch eine Thematik, die zusammengeht mit entzündlichen Prozessen, Fettstoffwechselstörungen. Und das führt letztendlich wieder, je nachdem, welche Gefäße zugesetzt sind, ob es jetzt die Herzkranzgefäße sind oder vielleicht die Karotte ist die große, die ins Gehirn führt, zum Schlaganfall. Das ist die Todesursache Nummer 1 eigentlich so in den westlichen Ländern. Und das ist so die klassische Kaskade. Und wenn man die halt zurückverfolgt, weiß man, die beginnt eben ganz oben und man hat oben eigentlich schon viele Hebel, um das zu vermeiden oder dem entsprechend entgegenzuwirken. Gut, dann kommen wir gleich noch zu den Diäten. Es gibt noch eine, fand ich sehr interessante Slide, wo es auch darum geht zu zeigen, es ist einmal für das Individuum selbst eine Frage, dem vielleicht entgegenzuwirken, weil es einfach die Lebensquantität als auch die Qualität einschränkt. Klar, es gibt Menschen, die sagen, hey, 30 Kilo mehr, ich fühle mich damit total wohl. Witzigerweise, alle Leute, die ich kenne, die 30 Kilo mehr gewogen haben und dann abgenommen haben, sagen mir, ich fühle mich jetzt viel, viel besser. Also irgendwie seltsam, es wirkt eher wie so eine Art von Selbstschutz gegenüber der Gesellschaft, sowas zu sagen. Andererseits ist es aber auch nicht nur eine qualitative, sondern eine quantitative Frage, wie viel Lebenszeit habe ich denn? Weil man hat Studien gemacht, wo man gesehen hat, dass der Normal-BMI, beziehungsweise der normal etwas leicht erhöhte BMI, mit der geringsten Sterblichkeitsrate einhergeht. Menschen, die nicht übergewichtig sind, sondern vor allem adipös sind, das ist halt dieser BMI ab 30, also fettleibig ist gleich adipös, haben eine 2 bis 4 Jahre längere oder beziehungsweise kürzere Lebenserwartung und ab BMI von 40 sogar 8 bis 10 Jahre weniger Lebenszeit. Finde ich schon relativ enorm,
wenn man sich das vor Augen führt. Das sind sozusagen die individuellen Punkte. Abgesehen davon haben wir auch am Anfang schon gesehen, es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass einfach die Kosten explodieren, wenn man auf seine Gehaltsabrechnung guckt, überlegt, wie viel zahle ich für Krankenversicherung. Das heißt, ich zahle für alle Leute mit, die ja, in dieses Raster reinfallen. Und ich könnte mit dem Geld auch was Besseres anstellen, sozusagen. Ja. Ist zwar eine Solidargemeinschaft, aber wir kommen langsam an einen Punkt, wo man schon fast überlegt, was für ein positives Verhalten incentiviere ich vielleicht oder welches negative Verhalten wird vielleicht irgendwann sogar mal bestraft. Wer weiß. Ich kann mir so schon einiges denken, was in die Richtung noch folgen könnte. Gut, kommen wir jetzt so ein bisschen zur Lösung des Problems. Wenn 80% aller Patienten, die an diesem metabolischen Syndrom erkranken, also an diesen Stoffwechselentgleisungen, übergewichtig sind, wäre der erste Schritt eigentlich von einem verantwortlichen Arzt zu sagen, hey, ich verschreibe dir nicht die Blutfettsenker, weil dann senken wir den Wert runter, aber ein Stoffwechsel ist immer noch komplett durcheinander, sondern wäre zu sagen, wir nehmen ab. So, mit Abnehmen versteht der Durchschnittsdeutsche meistens, wir machen eine Diät. Diät versteht man meistens damit, okay, ich muss hungern, mir geht's schlecht, ich bin fies drauf, mit Kalorienrestriktion. Wenn man eigentlich ein Stück weit zurückgeht mit dem Begriff Diät, landet man bei den alten Griechen, die waren eh immer ein bisschen cleverer an allem, was sie so gedacht und getan haben. Und da heißt Diät oder Diätik eigentlich Lebensführung, Lebensweise, also richtige Lebensführung, richtige Lebensweise. So. Das erstmal zur Abgrenzung des Begriffs, so wie wir den verstehen. Prinzipiell gibt es tausende Diäten. In jeder neuen Brigitte-Zeitschrift, in jeder neuen Fit-for-Life-Zeitschrift sind Diäten dargestellt. Ich möchte jetzt erstmal so den Überblick geben, weil grundsätzlich unterscheiden sich die Hauptdiäten immer in der Zusammenstellung der Makronährstoffe, also Fette, Kohlenhydrate, Proteine. So, und es gab einmal, grundsätzlich gab es mal früher diese sogenannte Low-Fat-Diät. Heutzutage sprechen viele über eine Low-Carb-Diät, also wenig Kohlenhydrate. Und das war so ein ideologischer Kampf, der eigentlich in den 60er, 70er Jahren stattgefunden hat und zwischen zwei großen Koryphäen ausgetragen wurde. Das eine ist hier dieser Mann, der John Yatkin, der hat dieses Buch geschrieben, Pure, White and Deadly. Damit meinte der nicht irgendwie Kokain, sondern tatsächlich Zucker. Und Ansel Keys ist der Mann, der damals sozusagen sein Gegenpart war. Der hat nicht gesagt, es ist Zucker, die Kohlenhydrate, Zucker oder die einfache Kohlenhydrate, sondern es sind die bösen Fette, die sorgen für wirklich diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Herz-Kreislauf-Toten. Er hat eine Studie publiziert, die hieß die Seven Country Study. Und das ist schon fast verbrecherisch, würde ich sagen, was er gemacht hat. Der hat 7 Länder dargestellt, hat eine Korrelation dargestellt zwischen erhöhtem Fettkonsum und erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Er hat aber erstmal 21 Länder untersucht und hat nur 7 Länder publiziert. Und zum anderen, also erstmal hat er Daten verschwiegen und auf der anderen Seite heißt diese Korrelation, heißt nicht, dass es eine Kausalität gibt. Also es heißt nicht, nur weil das beides korreliert, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Einfaches Beispiel. Da wo junge Familien wohnen, leben auch viele Störche. Ist eine Kausalität. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, die Störche bringen die Babys. Wäre Quatsch. Und diese gleiche Kausalität hat er versucht, so ein bisschen aufzustellen, hat eben Daten verheimlicht. Und wir wissen mittlerweile, es gibt nämlich in Amerika den sogenannten Freedom of Information Act, dass alle Dokumente, die eigentlich mal als confidential, also streng vertraulich gekennzeichnet waren, kommen nach spätestens 50 Jahren, müssen die offengelegt werden. Es gibt Ausnahmen, dann sagt auch mal ein George W. Bush nein oder nee, Kennedy wollen wir gerade nicht oder so, es gibt Ausnahmen. Aber prinzipiell nach 50 Jahren kommt das wieder hoch und man hat über diesen Herrn herausgefunden, der hat für damalige Zeiten viel Geld, $50.000 aus der Lebensmittelindustrie und teilweise auch aus Regierungskreisen erhalten. So viel dazu, was die Lebensweise über, keine Ahnung, 40 Jahre lang von eines der fortschrittlichsten Länder auf dem Globus damals sozusagen gekennzeichnet hat. Mittlerweile wissen wir, dass für viele Leute diese Low Carb, also die niedrigen Anteil von Kohlenhydraten in der Diät sehr gut funktioniert, was eben einfach verschiedene
Faktoren hat. Ich habe es ja gerade schon mal versucht, ein bisschen zu erklären. Man hat einen niedrigen Insulinausschlag. Das heißt, man fällt nicht wieder so schnell in dieses Zuckerloch. Man fühlt sich länger gut und gesättigt. Das heißt, damit kann man meistens besser abnehmen, weil auch Insulin im Körper, ja, das heißt, hoher Insulinausschlag heißt immer, ich kann kein Fett verbrennen, weil der Gegenspieler davon wird erst aktiv, das ist Glukagon, dann kann ich erst wieder Fett verbrennen. Das heißt, Zucker und Insulin im System verhindern immer, dass ich gleichzeitig Fett verbrennen kann. Deswegen Low Carb, High Fettverbrennung sozusagen und weniger Heißhunger, weil ich nicht wieder hier unten in dieses Zuckerloch falle, wo ich dann wieder Hunger bekomme, sondern halt vielleicht auch einfach langfristiger gesättigt und zufrieden bin. Der neueste Stand der Wissenschaft ist, wenn man es jetzt nicht auf Diäten, sondern auf allgemeine Ernährung bezieht, ist nämlich die sogenannte Logi-Methode. Die wurde in Harvard entwickelt. Jetzt könnte man sagen, oh, was aus Amerika kommt, den trauen wir nicht mehr. Ist aber tatsächlich eine sehr sinnvolle Ernährungsweise und Logi steht für Low Glycemic Index. Das, was wir eben hatten, dieser glykämische Index und den niedrig zu halten. Das heißt, ich esse hauptsächlich Lebensmittel, die eben keinen so hohen Zuckeranstieg verursachen, deswegen keine so hohe Insulinreaktion haben, weil Zucker und Insulin verursacht im Körper viel Schlechtes, es sei denn, man isst jetzt gerade ein Leistungssportler und verbrennt die ganze Zeit, dann kann man sich auch Pizza, Pasta, andere, die Sachen ganz anders verwerten. Aber der Durchschnittsbürohengst ist mit so einer Logi-Methode viel, viel, viel besser ausgestattet, hat auch viel, viel mehr Vitalstoffe zur Verfügung als mit anderen Kostformen. Dann ist noch natürlich klar, Vorsicht vor so einseitigen Diäten wie die Kohlsuppendiät, habe ich schon mal gelesen, in der, keine Ahnung, Young Petra heißt es dann, 3 Wochen nur Kohlsuppe oder 3 Wochen nur Äpfel essen oder 3 Wochen nur Bananen oder so, weiß ich nicht. Sieht man wahrscheinlich am Ende selber aus wie eine Kohlsuppe, schmeckt auch dementsprechend. Frisst die Hälfte Diäten ist auch schwierig, weil da sind eigentlich die Mangelerscheinungen vorprogrammiert. Gerade ich lege immer viel Wert darauf, dass Leute, wenn ich die berate, dass sie eine hohe Anzahl von Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffe etc. sozusagen bekommen, damit die eben fit und leistungsfähig und gesund sind. Und gerade wenn man sagt, frisst die Hälfte, und ich weiß, dass die Leute es so schon meistens nicht schaffen, diese Mikronährstoffe zu decken, kommen dann nochmal die Hälfte davon. Das ist für mich, da geht der Stoffwechsel eigentlich eher den Bach runter. Deswegen würde ich davon eher abraten. Gut, dann kommen wir zum positiven Ausblick. Was sind denn nochmal ein bisschen genauer? Also es gibt gewisse Low-Carb-Diäten, die funktionieren. Es gibt vielleicht sogar noch ein paar andere Sachen, die funktionieren. Aber prinzipiell die Ideen hinter einer Diät, die wirklich dafür sorgen, dass ich abnehme, möglichst ohne Jojo-Effekt, mich trotzdem gut fühle, keine Mangelerscheinungen habe. Da gibt es ein paar Knackpunkte. Ein Knackpunkt ist ganz klar, eiweißreich, ballaststoffreich. Eiweißreich, einerseits haben Eiweiße den Effekt, dass sie die Muskelmasse erhalten. Das ist wichtig für die gesamte Verbrennung, auch nachher, wenn man sich wieder in Anführungsstrichen normaler vielleicht auch ernährt, dass die Muskelmasse erhalten wird, dem Jojo-Effekt ein bisschen gegenspielt. Die docken an ähnliche Zentren an wie zum Beispiel Zuckermoleküle und können Glückshormone produzieren. Beispielsweise Tryptophan ist eine Aminosäure, die im Gehirn umgesetzt wird in Serotonin, also das Hormon für Ausgeglichenheit, für Wohlbefinden. Für alle Frauen, Tryptophan ist vor allem viel in Schokolade drin, wen wundert's, ne? Also es gibt ja Phasen, da isst man gern vielleicht mal 2-3 Stückchen mehr Schokolade, wenn man sich vielleicht auch gerade nicht so gut fühlt oder ein gutes Gefühl zu produzieren. Hat natürlich dann andere Effekte langfristig. Eiweiß hat noch den sogenannten thermisch-dynamischen Effekt. Das heißt, für 100 Gramm Eiweiß, die ich konsumiere, werden direkt 25% schon mal direkt verstoffwechselt, also verbrannt, nur in der Aufspaltung von diesem Protein in die einzelnen Aminosäure. Das heißt, da kommen gerade mal nur 75% überhaupt an, im Gegensatz zu vielleicht Fette und Kohlenhydrate, wo dieser thermisch-dynamische Effekt deutlich kleiner ausfällt. Ballaststoffreich ist natürlich noch ein wichtiger Punkt. Ballaststoffe haben ein hohes Volumen, auch ein hohes Quellvolumen für die Rezeptoren im Darm. Die Darmpassage geht auch ein bisschen schneller, was insofern interessant ist, dass erst ganz am Ende, am Dickdarm quasi, gibt es ein Peptid, das heißt Peptid YY, was dann quasi bis ans Gehirn, an den Hypothalamus gesendet wird
und dort quasi die Sättigung quasi auslöst. Deswegen heißt es auch immer, bevor man sich eine zweite Mahlzeit nimmt, 20 Minuten warten. Hat damit zu tun, dass sozusagen die Ballaststoffe oder dass das Essen allgemein erstmal im Dickdarm ankommen müssen. Die Ballaststoffe beschleunigen das so ein bisschen und wir haben halt eine schnellere Sättigung und haben das auch bei einem hohen Volumen eigentlich an Mahlzeit. Also ich habe noch niemanden gesehen, der sich von Salat fettleibig geworden ist, weil so viel kann man gar nicht an Faserstoffen essen, als dass man von den wenigen Kalorien dann fettleibig würde. Gut, dann hohe Mikronährstoffzufuhr. Mir immer ganz wichtig, dass die Menschen, die per se schon wenig Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe zu sich nehmen über die Ernährung, weil die Pflanzen oder das Obst und Gemüse einfach inhaltsleerer ist heutzutage, leider als vor 50 Jahren, das ist nun mal Fakt. Gerade auf einer Diät ist mir das wichtig, dass das nicht einbricht, damit der Stoffwechsel eben erhalten bleibt. Das Aussparen von Kohlenhydrate, da haben wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da gab es die Vorreiter, waren damals so die Atkins-Diät oder die Paleo-Diät. Ich persönlich, das sind für mich jetzt nicht die besten Diäten, das sind nur Beispiele dafür. Und ich bin auch nicht so ein Freund, dass man diese Low-Carb-Geschichte extrem lange und exzessiv macht, weil was viele Leute dann machen, ist, die konsumieren große Berge an Fleisch. Und Fleisch ist nur in einem gewissen Maße und auch in einer gewissen Qualität nur gesundheitsförderlich. Übermengen am Fleisch, wenn man sich insgesamt die Datenlage anguckt, ist nicht positiv zu bewerten. Super. Dann noch die letzten zwei, das sind noch so Twists, kann man auch noch mit reinnehmen in gute Diäten. Kein Muss, aber generell sind die Omega-3-Fette super gesundheitsförderlich, sowohl für die Stimmung. Es gibt da zwei ganz besondere, das eine heißt DHA, kann man sich mal merken, mit das Hirn aktivieren, weil die ist sehr hirnaktiv, die Omega-3-Fettsäure. Und EPA, ich sage immer, entzündliche Prozesse auslagern, die wirkt ganz stark antientzündlich, wirken eben auf die Stimmung, aber auch auf die Fettverbrennung. Und es gibt noch so ein paar Booster, Klassiker ist sowas wie Koffein, Ingwer, Cayennepfeffer, die verschiedenen Gewürze, die man halt so kennt. Gut, das sind die grundsätzlichen Diäten. Dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte, das sind sogenannte Formula-Diäten. Die ich teilweise auch anwende bei Kunden, die einfach ein Gewicht mitbringen. Jetzt beispielsweise in meiner Versicherungssportgruppe, da war ein Herr, der hat dann einfach 130 Kilo mitgebracht. Der war zwar immer beim Sport, also das war einer der wenigen, die immer zweimal zum Sport gekommen sind und sich auch bemüht hat. Der ist aber von dem Gewicht so gut wie nie runtergekommen. Es ging mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Und da kann es auch manchmal sein, dass man diesen Leuten ein bisschen unter die Arme greift mit sogenannten Formula-Diäten. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft sagt sogar, dass diese Formula-Diäten die wirksamste diätische Methode zur initialen, also zur anfänglichen Gewichtsreduktion sind. Das heißt, das ist keine Sache, die man Ewigkeiten macht. Das ist eine Sache, die man kurzfristig macht, um vielleicht dann von 130, so wie in dem Fall, auf 95 runterzukommen und dann sich wieder normal gesund, wie nach dieser Logi-Methode zum Beispiel, zu ernähren. Die Methode erfolgt ungefähr so, dass man Pi mal Daumen, kann es ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger sogar sein, 700 bis 800 Kilokalorien am Tag ausspart. Die ersetzt man durch sogenannte Shakes. Das sind meistens so Vitalstoffshakes aus einem hochwertigen Eiweiß und noch anderen vielleicht Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzenstoffen bestehen. Und das sind sozusagen zwei Mahlzeitenersätze, die halt einfach kalorisch sehr, sehr niedrig sind, aber von den Mikronährstoffen extrem hoch, dass sozusagen der Stoffwechsel nicht wegbricht, aber man weniger Kilokalorien zu sich nimmt und man somit den Leuten halt einfach vereinfacht. Weil woran scheitert es bei ganz vielen Leuten, ist halt einfach der Faktor Zeit und Stress. Und wenn ich jemand sage, ey, hier, das sind deine zwei Mahlzeiten mal für einen Monat am Tag und du musst nur noch einmal kochen und vielleicht noch einen Zwischensnack, kriegen wir das hin, ist es für die initiale Gewichtsreduktion mal für ein, zwei Monate vollkommen okay, aber natürlich nichts, was man dauerhaft macht, sondern halt, wie gesagt, kurzweilig mal macht oder vielleicht auch mal zum neuen Jahr, weil es halt einfach ein bisschen viel war über die Weihnachtstage. Ganz wichtig ist, gerade gesagt, die leichte Anwendbarkeit und diese Formula-Diäten, die stehen und fallen mit den Inhaltsstoffen. Ich würde per se, es gibt da einen ganz bekannten Anbieter, den jeder kennt, den Namen habe ich schon wieder fast vergessen oder verdrängt, so ein Soja-Honig-Pampe, Almazet, danke. Das sind so Sachen, die ich zum Beispiel niemandem empfehlen würde, ich persönlich nicht.
da Honig reinzutun, nach dem Motto, hey, Honig, wegen den Enzymen, ist trotzdem Zucker. Und nur Sojaprotein, das hat eine geringe biologische Wertigkeit von dem Eiweiß her. Und wer weiß, wo das Soja herkommt, müsste man es auch nochmal tracken. Aber das ist zum Beispiel für mich ein Beispiel für eine minderwertige Formula-Diät. Es gibt aber auch sehr, sehr gute. Da muss man halt einfach unterscheiden. So wie es gute Ärzte, gute, in jedem Bereich gibt es gute und schlechte Produkte. Gut, ich habe mal einfach ein lebhaftes Beispiel mitgebracht. Es ist eine Bekannte von mir, die beispielsweise mal so eine Formula-Diät mitgemacht hat. Petra heißt sie. Und das ist auch das Wichtige, deswegen zeige ich dieses Bild nicht nur, dass sie halt abgenommen hat. Und das sieht man halt sehr schön, bei ihr legt sich sehr schön das Gewebe auch an. Weil es gibt ja manchmal diesen Effekt, wenn Leute 30 Kilo abnehmen, dass das Gewebe hängt. Ja, dass so ein bisschen so, sich so leichte Hautlappen bilden. Und das will keiner, weil das sieht unschön aus. Da sagen manche Leute, ja, dann bleibe ich lieber fluffig, aber es hängen keine Lappen runter, als umgekehrt. Das kann man halt eben darüber verhindern, dass man beispielsweise immer genug Eiweiß hat, genug Zink, genug Magnesium. OPC ist ein ganz krasser Stoff, der sehr stark Elastin- und Kollagenfasern aufbaut und Vitamin C. Ja? Und dann sieht man halt auch, dass sich auch das Gewebe sozusagen mitentwickeln kann mit dem Gewichtsverlust. Das ist nur noch mal ein praktisches Beispiel. Ich persönlich, das sind einfach nur Daten von mir, wo ich angefangen habe, mich mehr nach dieser Logi-Methode zu ernähren. Das heißt, weniger Kohlenhydrate, mehr Fette, gesunde Fette. Trotzdem sieht man, dass mein Körperfett, ne, jetzt nur das mal Körperfett von damals, also es ist in einem Jahr der Abstand von 10,6 auf 7% runtergeht, obwohl ich insgesamt an Gewicht auf jeden Fall zugelegt habe, beziehungsweise natürlich auch trainiert habe gleichzeitig, aber vor allem die Körperfettgeschichte ist natürlich interessant. Keiner muss jetzt sagen, ich will 7 oder 10 oder sonst was, es geht nur allgemein, um zu sehen, man kann mit dieser Logi-Methode sehr schön trotzdem auch Sport machen und fit sein, aber auch den Körperfettanteil in gewissem Maße runterschrauben. Gut. Guck mal, zeitlich bin ich wie immer ein bisschen deutlich im Nachtreffen, deswegen versuche ich ein bisschen flotter zu machen. Kurz, Jojo-Effekt haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gehört, ist der Effekt, ich habe nach meiner Diät die Kilos wieder drauf, im schlimmsten Fall sogar noch mehr. Entsteht meistens dadurch, dass ich mir eben meinen Stoffwechsel zerschieße, über zum Beispiel nicht genug Nährstoff, aber vor allem, dass ich Muskelmasse verliere. Ich nehme halt ab, habe beim Abnehmen nicht genug Eiweiß, das heißt, der Körper geht ja an die Ressourcen ran und geht dann vielleicht auch an die Muskeln ran, weil nicht genug Eiweiß da ist. Und das verhindere ich eben über eine gute Eiweißquantität und Qualität, dass die Muskelmasse erhalten bleibt, weil wenn ich die verliere in der Diät, später wieder normal esse und nicht mehr diese Muskelmasse habe, dann esse ich zwar wieder normal, aber habe nicht mehr die Muskelmasse, die das die ganze Zeit verbrennen kann und dann zack ist es wieder wie ein Jojo quasi drauf. Deswegen gilt eben auf die Eiweißquantität und Qualität achten und man sollte auf vernünftigen Diäten, und so war es auch mit dem Kollegen, der Kunde, der 30 Kilo abgenommen hat, der war zu keinem Zeitpunkt hungrig. Ballaststoffe, Eiweiße, Mikronährstoffe, Omega-3s, die richtigen Sachen auswählen, dann hat man trotz weniger Kalorien trotzdem nicht diesen starken Heißhunger. Weil was passiert, wenn der Körper Heißhunger hat, dann läuft so ein evolutionäres Programm ab, was da sagt, oh mein Gott, ich kriege nicht genug Essen, jetzt fahre ich meinen eigenen Stoffwechsel runter. Ja, dann fühlt man sich auch schlapp und kaputt. Das sind diese Leute, die auf so einer Diät so ein bisschen gebrechlich vielleicht auch wirken, mies drauf sind. Und wenn ich aber wieder Essen kriege, weil wer weiß, wie lange ich jetzt noch hungern muss demnächst, dann speichere ich das direkt alles komplett ab. Was eigentlich ein gutes evolutionäres Programm ist und teilweise manche Diäten damit halt zerschießt. Deswegen hungern auf Diäten ist nie gut, sondern eher lernen, dass man halt über gesunde Fette, gesunde Proteine, die richtigen oder ein bisschen weniger Kohlenhydrate wirklich gut Fett verbrennen kann. Und was man meistens auch lernt auf solchen Diäten ist, dass gerade diese schnellen Kohlenhydrate eine Art von Suchtfaktor im Kopf triggern. Da gibt es auch interessante Experimente zu mit Ratten, die einerseits mal im Experiment eigentlich schon ein bisschen böse fast abhängig gemacht werden von Kokain, dann abhängig gemacht werden von einer Wasserzuckerlösung. Und am Ende des Experiments können sie sich sozusagen sich für das Suchtmittel ihrer Wahl entscheiden. Und der Großteil der Ratten ist schärfer auf das Zuckerwasser als auf das Kokain. Ist schon relativ
skurril, aber ja, solche Experimente laufen tatsächlich und was dabei rauskommt, ist natürlich auch da dementsprechend interessant. Dann habe ich noch eine letzte Sache für euch, die super spannend ist. Das ist in dem Bereich Hormone und ich glaube, dass viele Sachen habt ihr bestimmt schon mal auch mal hier und da gehört, die ich euch erzählt habe. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Es geht um die Hormone Leptin und Insulin. Insulin hatten wir jetzt schon gesagt, das braucht der Körper, um den Zucker wegzupacken. Und Leptin ist dieses Sättigungshormon. Ich hatte ja eben gesagt, wenn wir was essen, dann dauert es eine gewisse Zeit, vielleicht 20 Minuten, bis wir das Signal in den Kopf bekommen, dieses Sättigungshormon Leptin. Das heißt, okay, du kannst aufhören zu essen, ich bin gesättigt. Und dieses Leptin ist halt so eine Art Signalgeber, auch wenn die Fettzellen gefüllt sind. Das heißt, wir essen eine Mahlzeit, sättigen uns schön mit einer fettreichen Mahlzeit. Die Zellen sind gefüllt, der Leptinspiegel im Gehirn ist dann auch hoch und der Körper hat einen natürlichen Drang, sich auch irgendwann wieder zu bewegen. Man hat weniger Hunger, man fühlt sich prinzipiell gut. Das ist so dieser Mechanismus, wie Leptin mit den Fettzellen zusammenspielt. So, wenn die Fettzellen leer ist, ist Leptin auch gering. Das heißt, es gibt nicht dieses starke Sättigungssignal im Kopf. Wir haben auch in gewisser Weise eine Bewegungsunlust. Wir haben eher Hunger und fühlen uns erstmal prinzipiell nicht so gut. So, jetzt müsste eigentlich jeder, der ein bisschen aufgepasst hat, müsste sich fragen, ja Moment mal, dann dürfte es ja eigentlich gar keine fettleibigen Menschen geben, weil ich esse viel Fett, dieser Mechanismus greift, ich habe Lust, mich zu bewegen und habe weniger Hunger. Aber es gibt auch viele Leute, die sind übergewichtig und die essen und die haben nicht dieses Hungergefühl und sind eigentlich in so einer Spirale drin. Und da hat man halt herausgefunden, dass Insulin diesen Leptin-Mechanismus blockt. Das heißt, wenn ich viel zuckerhaltige Sachen esse, mit Fett zum Beispiel, dann sind vielleicht auch die Fettzellen gefüllt. Der Zucker bewirkt aber eine hohe Insulinreaktion und blockt diese Leptinsättigung, diese Sättigung ans Gehirn. Es gab da mal eine ganz spannende Geschichte von einer Frau, die eine hübsche Hawaiianerin, die war ihr Leben lang bildhübsch, Model, schlank, sah richtig gut aus und hatte einen Autounfall. Bei dem Autounfall sind die gleichen Hirnareale geschädigt worden, die eben auch über Leptin halt getriggert werden. Ja? Also diese, ich sag mal, Leptin-Rezeptoren oder Andockstellen. Das heißt, die konnte quasi dieses Signal nicht mehr bekommen und ist danach aufgegangen wie ein Hefekuchen. Und erst als die eben bei diesem gewissen Dr. Lustig war, der davon wusste und sie dann wieder mit Leptin von außen sozusagen ihr das hinzugefügt hat, konnte sie wirklich wieder dieses Sättigungsgefühl empfinden und auch wieder gesund abnehmen. Also total spannend, was auch Hormone eigentlich so im Körper bewirken können. Ja, also hoher Insulinspiegel, definitiv so eine Takeaway-Message bei Leuten, die abnehmen möchten oder ein schlankes Körpergewicht beibehalten möchten, eher kontraproduktiv, ein hoher Insulinspiegel. Super, dann, ja, genau, ist man immer im Hungermodus quasi. Ich fasse das nochmal ganz kurz für euch zusammen. Alles, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, prinzipiell basiert darauf, dass wir generell zu dick sind, liegt an der Insulinresistenz, die führt zum metabolischen Syndrom, im schlimmsten Fall zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher sollten wir gucken, dass wir unseren Konsum vor allem an schnell verfügbaren Kohlenhydraten, sowas wie Brot, Nudeln, Pasta, zuckerhaltige Geschichten unserem Aktivitätslevel anpassen. Ein Sportler hat dann auch mal ein bisschen andere Karten als jemand, der vielleicht einen Bürojob hat. Die Logi-Methode als Dauerernährungsform zu wählen, ist definitiv eine gute Wahl. Und bei starkem Übergewicht kann man eben auch auf gut konzipierte Formula-Diäten zurückgreifen. Und die wichtigsten Punkte da hatten wir auch besprochen, was diese guten Formula-Diäten ausmachen. Gut, dann, weil ich, wie gesagt, schon ein bisschen wieder wahrscheinlich überzogen habe, will ich an der Stelle damit schließen. Falls ihr die ganzen Informationen spannend findet, die wir immer für euch präsentieren oder aufarbeiten, wir fangen jetzt gerade an, also wir haben eine Website und fangen jetzt auch gerade im Bereich Social Media an, verstärkt was zu machen. Vor allem halt auch, weil wir merken, es kann leider nicht immer jeder genau an dem Tag, wo wir unser Forum abhalten. Deswegen werden da jetzt auch verstärkt noch YouTube-Videos folgen. Heißt, dass man einzelne Themen auseinandernimmt, die erklärt
Oder auch ein Format, wo wir sagen, Nutrition and Health im Gespräch, dass wir zum Beispiel spannende Unternehmen, die innovativ sind, die Menschen helfen mit guten Gesundheitsprodukten, beispielsweise ob es jetzt Echo Waters ist oder da gibt es viele tolle Unternehmen, dass wir die auch interviewen, damit die Menschen halt wissen, okay, es gibt da gute Leute draußen, die machen gute Produkte, die haben eine gute Vision und helfen halt auch dieses Thema Prävention ja, langfristig voranzutreiben. Und das wird jetzt sukzessive alles kommen mit der Zeit. Gut, dann war es das von mir und danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit für die Stunde.